Abnehmen. Ein großes Thema heutzutage. Viele Studien streiten sich darum, ebenso wie viele Ärzte und Wissenschaftler. Zu einem wirklichen Ergebnis kommt jedoch niemand. Es gibt viele Wege und Methoden, um abzunehmen, und für jeden Menschen funktioniert die eine Methode besser als die andere. Eine sehr gute Methode, um abzuspecken, ist das Intervallfasten. Es ist nicht nur gesund, sondern auch sehr effektiv und nicht wirklich schwer umzusetzen. Man kann es perfekt in seinen Alltag integrieren und nimmt bequem und ohne Komplikationen ab. Man braucht nicht mal einen Knebelvertrag bei irgendeinem Fitnessstudio, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen. All das funktioniert nämlich perfekt, wenn ihr täglich so 30 Minuten Bewegung in euren Tagesablauf einbauen könnt. Mit Sport würde das Ganze natürlich noch besser funktionieren. Womit ihr euer Intervallfasten noch mehr beschleunigen könnt, wollen wir euch in unserem heutigen Video zeigen, damit ihr so schnell wie möglich wieder zu eurer perfekten Strandfigur finden könnt. In diesem Sinne geht's jetzt los. Nummer 1. Betrachtet euren Insulinspiegel. Ihr dürft ja während des Intervallfastens lange nichts essen. Umso schöner ist das Zeitfenster, in dem ihr essen dürft. Jedoch solltet ihr dabei unbedingt auf euren Insulinspiegel und euren Blutzucker achten. Wie viele von euch wahrscheinlich wissen, ist einer der großen Vorteile des Intervallfastens, dass ihr ohne Probleme euren Insulinspiegel auf natürliche Art und Weise senken könnt. Insulin ist ein Fettspeicherhormon, das unter anderem als Brücke zwischen den Zellen und den Nährstoffen dient, die unser Körper aufnimmt. Wenn sich unser Insulinspiegel erhöht, bzw. wenn er hoch ist, hört unser Körper auch auf, Fett zu verbrennen. Wir versuchen also nicht nur unseren Kalorienverbrauch zu senken, wir versuchen außerdem unseren Blutzucker und Insulinspiegel zu regulieren und diese in eine gute und gesunde Richtung zu lenken. Das ist wichtig, damit der Körper ordentlich Fett abbauen kann. Wenn wir nichts essen, ist der Insulinspiegel natürlich am niedrigsten, was dem Körper eine optimale Fettverbrennung ermöglicht. Was viele aber nicht wissen, ist, dass wir trotz korrektem Fastens unseren Blutzucker und Insulinspiegel trotzdem erhöhen können, wodurch unser Körper Fett speichert, anstatt es zu verbrennen. Wenn ihr also am schnellsten Fett verbrennen wollt, sollte euer Ziel darin bestehen, euren Insulinspiegel auch nach dem Essen niedrig zu halten. Nummer 2. Mehr Kalium aufnehmen. Kalium ist eines der wichtigsten Mineralien, wenn es um Insulin geht. Insulin hilft nämlich auch bei Gewichts-, Erinnerungs- und Kreislaufproblemen. Diese Probleme kann man natürlich auch auf genügend andere Arten angehen, aber durch Insulin geht's einfach am besten. Das Ganze klappt aber nicht, wenn es euch an Kalium mangelt. Unser täglicher Bedarf liegt bei rund 4700 Milligramm, was nicht gerade wenig ist. Wenn ihr also nicht jeden Tag eine große Schüssel Salat oder vergleichbare Mengen zu euch nehmt, erreicht ihr nicht einmal euer benötigtes Minimum an Kalium. Also geizt nicht mit dem Grünzeug. Das beschleunigt den gesamten Prozess ungemein. Nummer 3. Achtet auf die Mengen. Natürlich könnt ihr bei euren Mahlzeiten essen, was ihr möchtet und so viel ihr möchtet. Ich meine, ihr fastet ja schließlich für 16 Stunden und irgendwie muss das ja wieder ausgeglichen werden. Nicht ganz richtig, aber auch nicht ganz falsch. Viele nehmen beim Intervallfasten in der Regel 2 Mahlzeiten zu sich. Dafür füllt man sich den Teller gerne mal mit etwas mehr, als man sollte. Und das führt trotz den 16 Stunden Fasten zu einem negativen Ergebnis. Der Körper bekommt zu viel auf einen Schlag und so eine Menge braucht länger, um verarbeitet zu werden. Versucht also, eure Mengen in einem normalen Rahmen zu halten. Ihr könnt essen, was ihr wollt. Der Teil stimmt. Ob Salat, Gemüse, Obst oder Pizza, Burger und Döner. Euch sind, was die Essensauswahl angeht, keine Grenzen gesetzt. Passt nur bei der Menge auf. Versucht euch bei ungesundem Essen auf kleinere Mengen zu beschränken als bei gesundem. So könnt ihr einen guten Ausgleich schaffen und euer Körper kann die Nahrung besser verarbeiten. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.